Hallo Gamer-Freunde, Ladies, herzlich willkommen zu einer späten Abendrunde. Kurz, hier direkt live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter zur Entspannung. Es ist schon spät. Mit der guten Fury. Die Furie. Ja, wir haben das letzte Mal diese krasse Blitzfähigkeit bekommen. Vorher Feuer. Das ist der Normalzustand. Und dazu gab es eine richtig gute Speerwaffe. Ja, und jetzt werden wir dann nochmal ein wenig reinspringen. Vorher will ich noch mal kurz was schauen. Ja, jetzt bin ich gerade in der Blitzform durch Lava gegangen. Naja. So. Oh. Es ist immer ein bisschen diese Abstandssache, ist immer. Das haben die, glaube ich, noch nie richtig hingekriegt. Bei Teil 2 und 1 war das genauso. Die nächste Fähigkeit wäre ganz cool, wenn wir da irgendwie uns schneller bewegen könnten. An manchen Stellen. Die hält sich absolut nicht fest. Scheiße. Fury, halt dich doch mal fest dort oben. Kommen die jetzt alle her? Was? Gegen Blitz. Ich kann da nicht so richtig was ausrichten. Da gehe ich eben mal oben lang. So. Nein, nein, nein. Wow. So, hier hinten hat sich nämlich noch was geöffnet. Halt, Vorsicht. Jawohl, Diamantenartefakt. Ja, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Schön. Genau, jetzt müssen wir nämlich hier lang.
Obwohl, Moment mal. Wir gehen nochmal kurz zurück. Speichern. Womit kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Und gehen mal zur Schmiede des Erschaffers. Jetzt haben wir ja ein paar coole Sachen bekommen. Erholung der Nephilim. Common Fury. Die sehen so, ja, katzenartig aus. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Was? Ich kann da nichts machen. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Okay. Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Ja, Moment, ich habe da so viel Splitter gesammelt, wieso? Ja. Interessant. Ja. Alles Gute, Fury. Naja. Boah, dann gehen wir eben wieder zurück. Sei gegrüßt. Yo, Mio, ich grüße dich. Schön, dass du noch zu so einer späten Zeit reinschaust. Neuer Wächter der Gaming Lounge. Willkommen. Wie geht es dir? Danke dir für deine Bewirtung. Freut mich sehr. Ich spring wieder zurück. Bitte, lass dir Zeit. Ja, lass dir Zeit. Moment, war das jetzt das oder war das jetzt das? Ich glaube, es war das. Oh, ich habe das Schwert der Gerechtigkeit. Genau, zum Schutz und zur Verteidigung. Ich habe einen schönen, gerade so einen schönen Pastateller gespachtelt. Und was gab's bei dir? So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Bitte was? Nee, das war total falsch.
Wir müssen nochmal zurück. Ein großes Problem. Was? Probleme, nein. Bitte. Den muss man lösen. Hat er Kompen? Dann muss es hier sein. Oh, Pommes. Die großen, außen knusprig, innen saftig. In deinem guten Dip. Was hast du gedippt? Neben den Klassikern. Oh, jetzt muss ich aber gähnen. Ich habe in meinem Zimmer irgendwie kein Internet. Was? Wo ist es hin? Rückgrin, geh mal weg. Ich will mal gucken, hier ist ein Symbol. Jetzt bin ich doch schon wieder woanders. Mal, irgendwas stimmt nicht. Ich muss mal kurz hier durch. Eieiei. Hä? Warum macht ihr das nicht? Ach Mann. Fury, eigentlich soll sie nach oben springen. Na, jetzt geht's noch. Ah, Salz-Pfeffer-Dip. Okay. Ne, ich muss mal... Erwischt mich trotzdem, oder? Gibt's doch gar nicht. Wulgrim, ich wollte doch eigentlich... Hä? Moment mal, wie hieß das jetzt? Nee, bleib mal hier. Bring da mich mal hin. Womit kann dir dieser Bescheid helfen? Ja. Bitte, lass dich. Warte mal, hier sind wir. Das ist dort. Das ist die Halle. Das ist hier. Katakomben, oder? Ja, dann sind sie direkt die Katakomben. Sandhelb, ich möchte mich doch nur ins Bett legen. Wieso? Wo ist dein Bett? Ja, bloß das Internet hat dein Bett weggenommen. Finde das Bett. Hilfe ist raus. Ah, Gesundheit. Ich glaube, das sieht schon besser aus, oder? Ja klar, jetzt haben wir es gefunden. Was geht's noch? So, hier müssen wir nämlich lang. Gut. Ja, der Scharfschütze. Das Coole ist, da trifft man nämlich auch die Gegner von hinten, ohne direkt darauf zu achten. Das ist schon nett gemacht. Da waren wir schon drin. Das müssen wir noch kaputt machen. So, jetzt kommt die neue Fähigkeit. So, das können wir noch mitnehmen. Und los geht's. Yeah, endlich kommen wir rüber. Ach, das ist klasse.
Ich muss deinen Stream gucken. Guck mal, ich glaube, ich bin heute im Wohnzimmer. Ja, mach das. Genau, live dabei sein ist immer besser. Apex ist ein ganz gutes Testspiel für einen Teststream. Weil das so schnell ist. So, Fury Beam. Ach, hier müssen wir jetzt rüber, oder? Ach, Fury, wissen. Das kann nicht sein. So. Ich muss immer ein bisschen anders. Ah. Oh, ich muss schnell umwechseln. Sonst gehe ich drauf. Nachrichten kommen alle auf einmal. Direkt ausgedrückt. Doch, hier liegt was. Oh, was ist denn das? Enoch Verbesserung. Verbesserungen können an eine Waffe aus deinem Waffeninventar gesockelt werden. Bitte eine gesockelte Verbesserung verleiht der Waffe. Was ist denn... Ja, jetzt geht's ganz gut. Sehr lang. Aber da ich jetzt noch schön Pastaria gegessen habe, geht es mir gleich noch viel, viel besser. Hungrig ist nicht gut für mich. Kennst du ja selber. Aber sonst geht's gut, danke der Nachfrage. Hast du auch gut gespeist? Alles bei dir im grünen Bereich. Hier, grün. Nee, das ist schon, das ist grün. Was habe ich jetzt drin? Das hier. Chaosbalken, das ist cool. Freut mich, ja. Danke dir. Nee, orange. Oh, hast aber viel orange jetzt in letzter Zeit. Da muss man wieder grün her. Ah, hier ist kein Geheimnis. Das macht doch Spaß, so ein Lava-Bad. Ah. Gut, nachher ist der natürlich nicht mehr kalt, aber... Ja. Und dann, das war's dann. Wegen Internet. Ja, ja. Yuri, was ist denn los jetzt hier? Boah, wie komme ich hier hin? Darüber vielleicht. Ja, da sind wir runter. Und jetzt ist hier unten Lava. Oder sollen wir hier runter? Oder? Ich probier's mal. Nee, ich sterbe nicht. Okay. So, aber ich gehe jetzt in mein Zimmer, wenn ich auf einmal weg bin, und weißt du ja, wieso. Okay, alles klar.
Dann sage ich schon mal schlaf gut, ja. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, dass du trotzdem noch so spät reingeschaut hast. Und denk dran, du bist jetzt ein Wächter der Gaming Lounge. Mit Rechten und Pflichten. Wie es einem Gaming Lounge Ritter gebührt. Ja, jetzt sind wir in der Sackgasse, oder wie? Okay, also hier können wir nicht runter. Aber das ist Tor. Da oben ist auch noch was. Komme ich denn da hin? Moment mal, ich hab doch... Ah, warte mal. Wir haben doch gesagt, ich kann irgendwie was werfen. Aber es wird nichts markiert, darum kann ich nichts werfen. Ach so. Hm. Fury, wie soll ich denn da hinkommen? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Nee, da kann man nichts machen. Tja, das ist jetzt seltsam. Ich dachte, wir kommen hier irgendwie weiter, aber wahrscheinlich kommen wir dann dort wieder raus, wenn wir den Rundgang haben. Das ist ja merkwürdig. Das kann ich gar nicht so ganz nachvollziehen. Was hat das für einen Sinn, wenn ich hier hingehen kann? Ne, es geht ja. Ach, das ist ja gut. Ja, Fury, wie sollen wir das wegkriegen, ja? Den hat's erwischt, ja. Das ist manchmal so seltsam gemacht mit den Designentscheidungen, wie man da vorwärts kommt. Nee, da komme ich nicht rein, da oben. Ja, manchmal ist da Magie im Spiel. Und dann geht das wieder irgendwie. Gut, wir können uns schneller bewegen, wenn wir kämpfen. Soll das hier wirklich bloß so ganz kurze Erkundung sein? Das ist ja merkwürdig. Das ist aber komisch, sie passt da zu 100% durch. Naja, das ist schon sehr komisch alles. Ja, das ist ja merkwürdig, also Ein Speer können wir werfen, aber ich glaube, es gibt im Spiel wahrscheinlich nur ein paar Stellen, wo das zählt. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier durch. Ich muss irgendwie zu diesem Dicken, der auf diesem Sessel oder so sitzt. Oh Gott, da kommen schon die Hände und greifen nach mir.
Achtung, Bogenschütze. Yes, ausgewichen. Die Zeit, die du bekommst, dann ist man direkt ausgewichen. No, no, no. Boah, der Speer ist richtig gut. Das muss schon was richtig Gutes sein, was das noch tun kann. Yeah. Oh mein Gott. Ja, kann ich. Aber an den da oben kann ich nicht ran, oder? Aber ich kann höchstens mal das probieren. Nee, ist nicht hoch genug. Oh. Willst du dir vorstellen, den Mensch zu essen? Nee, kann ich nicht. Ist mir zu süß. Du etwa? Habe ich Feuer an? Ja. Ich habe noch keine richtige Idee, wie ich da rüberkomme. Sind wir hier bei Wulgrim? Naja. Das ist ein einzigartiges Labyrinth. Aber dass wir mit der Fähigkeit bloß dort drüber fliegen und die Sachen einsammeln und dann war's das. Ich dachte, dort geht's direkt weiter. Da muss noch irgendwo was anderes sein. Ich war wohl Grimm. Womit kann dir dies? Das wird uns beiden Spaß, wie du willst. Tja, da habe ich jetzt auch nicht so die Idee. Wir können einfach nur mal geradeaus hier gehen. Ich glaube, dazu müssen wir hochgehen, ja? Ja. Wer sagt, dass ich das noch nicht probiert habe? Was? Oh ne, könnte ich mir nicht vorstellen. Siehste? So. Tadam, tadadam. So, hier waren noch diese kleinen Viecher. So. In der Not könnte ich das auch nicht. Naja. Die Not, die Not. Die zeigt dann, wozu du fähig bist. Was? Warum geht das nicht, wenn ich hochspringe? Here!
jetzt geht's. Wie habe ich das hier nochmal gemacht? Hier direkt, oder? Nee, war kein Durchgang. Nee, Moment, jetzt bin ich ja wieder hier unten. Vielleicht hier oben. Genau, also hier können wir ja. Ja, sie macht es nicht immer. Also man muss schon sehr günstig stehen, damit sie es ausführt. Weil es sonst nicht geht. Seht ihr? Die macht es nicht. Genau. Jetzt mal abkühlen. Das ist auch cool, wenn man im Wasser ist, wird abgekühlt und wenn man wieder vorgeht. Das ist cool. Das fetzt. Mach doch. Ach, Fury, was ist denn das jetzt? Mann, ey, mach doch mal los. Du sollst dich doch nur festhalten. Warum macht die das jetzt nicht? So, jetzt geht's. Geht's nicht hin? Was ist denn da oben? Hey, ich muss da irgendwie rüberkommen. Also sie macht es nur, wenn sie Lust hat, es zu machen. Ja, Fury ist eben ganz eigen. Du kannst du drücken, wie du willst, die macht's nicht. Wie habe ich denn das letzte Mal gemacht? Ich bin doch hier einmal schon durch, oder nicht? Das ist ja sowieso alles hier ein Labyrinth. Oh, ach komm, erzähl mir nichts. Also ich probiere das jetzt noch einmal, dann gehen wir halt zu Vulgrim zurück. Irgendwie, was es geht. Scheiße. Das geht nicht. Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Hä, was ist denn das jetzt? Nee, geh doch mal runter. Ah, oh, Fury. Oh, Fury. Seht ihr das? Wie blöd das ist. Yo, du sollst runtergehen, verdammte Scheiße. Ich hätte, glaube ich, das Spiel schon lange abgebrochen, weil mich sowas so aufgeregt hat. Ja, ich reg mich jetzt nur noch halb auf, was schon zu spät ist und ich müde bin, aber gestern hat es doch gemacht hier. Mann, Fury, ey, was soll denn Scheiße? Dann eben so. Wieder egal. So ein Mist. Okay. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Reicht das? Das wird doch wie du willst. Bitte, lass dir Zeit.
Ich weiß nicht genau, wie wir gehen müssen. Ich gehe mal hier rein. Aber ich finde es immer noch seltsam, dass wir mit dieser Fähigkeit bloß dahin fliegen sollen, um zwei kleine Einheiten einzusammeln. Und dort kommen wir nicht weiter. Wir können das Tor nicht öffnen. Ich denke mir fast, dass wir dort auch wieder zurückkommen. Irgendwann findet sich der Weg und wir kommen von da wieder zurück. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, was hat geschrieben? Und? Lief's gut? Warst du gut vorbereitet? Hast du ein gutes Gefühl gehabt? So, jetzt sind wir wieder hier bei Vulgrim. Das ist sein Symbol. Okay, wir sind jetzt hier. Ja, Vulgrim, was bist du denn jetzt? Ein mieser Hund, ey. Hey. Er glaubt alles ab, der Hund. Hör mal, was ist mit dem hier oben? Was ist mit dem hier oben? Also wirklich. So, Moment, kurz mal weggehen. Da geht's lang und dann da oben geht's dort lang. Okay, da müssen wir mal kurz gucken. Dann können wir vielleicht über die Brücke. Und ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich denke, es ist eine 5. Nein, du schreibst keine 5. Das Schlechte, was ich dir erlaube, ist eine 3. Blitzfähigkeit ist so cool. So. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Da sind die zwei Wächter. Die sind recht knackig, muss ich sagen. Moment, sind wir von dort mal gekommen? Ja, hier ist die Seitenbrücke. Ah. Okay, ich weiß, wo es weitergeht. Wir machen das nämlich mal ganz gut. Und zwar, da oben ist der Wirbel, jetzt kommen wir nämlich weiter. Tschüssi. Autsch. Jawoll. Ich hoffe, hier geht's wirklich weiter. Hauptlässe. Schade, dass wir nicht blocken und kontern können. So, okay. Was, hier geht's auch nicht weiter? Oh. Mist, ich dachte, wir kommen hier weiter. Ach, das ist ja blöd. Ja, schade. Nein, du riechst nicht die 5. Du riechst höchstens gebratenen Jasminreis. Was du siehst, ist eine 3. Aber... Das ist jetzt zu, gute Frage. Vulgrim, Mann, wo muss ich denn lang? Das ist ein bisschen seltsam gemacht an den Stellen. Aber das war bei den Vorgängern genauso. Wow! Junge,
nur 2 Stunden? Das ist ja cool. 2 Mathe-Stunden, oder? Das haben wir schon. The Freak! Bogenschützen sind so feige. Oh, 141 Schaden. Das war jetzt das Maximum, oder? Nice. 2 Stunden Chemie. Okay. Was ist das jetzt? Stärkungsfragment, okay. Ja, verschiedene Effekte, das ist ganz cool gemacht. Habe ich aber noch klein. Zorn, Chaos. Ne, hab ich nicht. Ich verabscheue ich ihn. Ja. Ist eben, wie soll man sagen, alles sehr chemisch. Ja, warte mal, Fury. Macht das so mal kaputt? So, jetzt können wir mal reingucken. Hallo? Ach, das ist der Schalter. Ah, okay. Ja gut, das habe ich ja schon erledigt. Okay. Ich dachte jetzt wirklich, das ist was Neues, weil die Gefäße da waren, aber die kommen ja ab und zu mal wieder. Tja. Halt, was war denn das für eine Figur? Was ist für eine Figur da oben? Oh. Also alles Richtung Norden. Genau, hier hatten wir auch ein Rätsel. Wow. Aber das muss doch normalerweise direkt zu dem kommen. Aber das ist schon seltsam. Da sind die Winde. Achtung! Man hat nämlich so einen Indikator hier, diesen grauen Pfeil. Da sollte man, wenn der kommt, mal nach hinten gucken. So, was wollte ich jetzt hier? Genau. Hier können wir rüber mit der neuen Fähigkeit. Dann sind wir da unten. Dahin haben wir was eingesammelt. Dann sind wir hier rüber geschwungen. Hier rüber, hier haben wir was eingesammelt. Hier geht's hoch, hier ist so ein Schloss, so ein Tor und hier oben ist noch eins. Aber ich denke mir, dass wir hier wieder zurückkommen, drum können wir da jetzt gar nichts machen. So, und wenn ich jetzt dem Kopf folge, muss ich hier lang. Ich glaube, das ist der Dicke. Ich gehe mal kurz hier rum. Rätselhaft, ja. Ja, definitiv. Das trifft wohl voll zu. Okay, das ist dieser Wechselkopf. So, hier ist ja offen. Hier war nichts noch extra, nichts zum Drücken. Boah, Achtung! Man sieht dann auch immer anhand der Peitsche, der Farbe, wie die, ich sag jetzt mal, Kristalle sich auswirken.
ob das stärker wird oder nicht. Ja, okay, hier ist dann nichts mehr. Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Grab. Ist alles offen. Dien. Ich bin ausgewichen. Okay. Wehe, du hast mich jetzt gestorben. So. Und hier auch wieder. Okay, alles klar. Vorsicht! Ja, wir haben nicht die Feuergestalt. Okay. Ja, das müssen wir dann eben beachten, ne? Wenn man die Feuergestalt nicht hat, dass man dann nicht durch Lava gehen kann. Ja, da muss ich ja doch wieder hier hoch. Aha. Wechseln. Oh, diesmal ist gleich geklappt. Nicht schlecht. So, den hier weg. Ich weiß eben nicht, ob die nach einer gewissen Zeit rausspringen und dich angreifen oder ob die einfach immer stehen bleiben. So, jetzt müssen wir doch hier nochmal gucken. Hier müssen wir noch weiterkommen. Drücke und sie macht's einfach nicht. Fury, was hast du denn schon wieder? So, Moment, dann machen wir das mal vielleicht anders. Okay, jetzt hat's geklappt. Aber das ging doch auch ohne den Sprung. So, wie habe ich das jetzt hier gemacht? Ich muss doch da hinten hin. Bisschen merkwürdig. Hab ich was vergessen? Ne, das kenne ich. Oh Mann, Fury, halt dich doch fest. Das geht doch nicht anders. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ah, Moment mal. Ja, das sieht aus wie ein Gesicht, oder? Moment, mir fällt was ein. Das könnte ich mal probieren. Halt dich ja fest. Obwohl, das geht doch nicht, das ist zu kurz. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich weiterkomme. Aber ich bin doch einmal dort durch. Was ist denn da los? Warum ist es jetzt so ungünstig gemacht? Ah, jetzt geht's hoch. Hoch, 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 hoch. Ach, Mann. Ich habe das Gefühl, dass ich beim letzten Mal noch irgendwas anders gemacht habe, aber... Ja, wenn ich hier wieder rüber, dann bin ich ja sowieso wieder dort. Und da geht's auch nicht weiter. Damit der Spieler mehr Spaß hat. Was für eine Freude. Ja.
bin doch dort weitergegangen, oder? Oder jetzt ist hier wirklich ein Fehler drin, dass das nicht geht. Oh mein Gott, ich bin so eine Nuss. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, alles klar. Okay, ich weiß wieder. Oh Gott, ich habe das voll verpeilt. Mann, Fury, du sollst dich festhalten, du Nuss. Verdammt nochmal, wie ich so eine Mechanik hasse. Ja, das war nämlich der Trick. Ah. Ja, hier rüber. Oh, halt dich bloß fest. Ja, hier geht's nämlich weiter. Mein Gott, ey. Oh. Okay, speichern einwandfrei. Alles klar. Ja, irgendwann kriegt man es wieder raus. Sei gegrüßt. So, wir nehmen aber jetzt mal die Seelen. Das wird uns beiden Spaß machen. Ja, du Nuss. Hey, das ist mein Spruch. Hey, wieso? Ich hab doch. Achso. Stufe 8 sind wir schon. Nice. Wie du willst. Ja, wie ich will. So ist recht. Hey, lach nicht so. Ja, wir machen mal mehr Schaden. So, okay. Wow, holy crap. Okay, da ging jetzt viel schneller weg. Deutlich gemerkt. Deutlich. Super. War ja klar. So, da hinten ist unser nächster Endgegner. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Achtung! Oh, das war knapp. Ninja Skills. Und tschüss. Aha. Wie kommen wir da hin? Hühner und Eier. Oh Gott, das sind wir. Oh wow, bin ich schnell kaputt. Nice. Oh, das noch hatte. Oh, schön ausgewichen. Hey, nicht so viele. Kamera. Na klar. Kann ich nicht einfach hier zu dem rüberspringen? Nein. Oh gut, es geht, ja. Okay, geht noch. Okay, das ist gut. Oh, da haben wir insgesamt 4 reingeschaut. Danke Leute fürs Reinschauen. Das ist sehr nett von euch. So, okay, jetzt gucken wir nochmal hier. Hat der eine Palme, ja. Da sitzt die ganze Zeit nur rum. Gut, man weiß ja nicht genau, wie er wirklich aussieht, weil man nicht alles sehen kann. Hier lang. Wulgrim ist wieder hier. Gespeichert Herz.
Drake Zog, ich grüße dich. Herzlich willkommen in der Gaming Lounge Community. Freut mich sehr, dass du an Bord gekommen bist. Willkommen in der Gaming Lounge. Schön, dass du mit dabei bist. Zur ganz späten Abendrunde zu Darksiders 3. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Genieß die Show. Schau dich gerne auf dem Kanal um. Und sei live dabei. Freut mich sehr. Dankeschön. Ach, Moment mal, hier war doch auch irgendwas ganz seltsam. Ja, also wie gesagt, mit diesen Speichersachen, das muss man definitiv erwähnen. Es gibt manchmal... Ah, Hase ist auch aufgewacht. Gut, hast du immer ausgeschlafen, was? Genau. Ja, der ist manchmal ein bisschen müde, der hat nicht immer Lust. Aber meistens schon. Sehr schön. Schön, wenn es einfach funktioniert. Ja, genau, Speicherpunkt war das Thema. Cool, Moment mal. Habe ich das letzte Mal übersehen? Ja, dass es manchmal Punkte gibt, die sehr ungünstig gesetzt sind, aber was gut gesetzt ist, ist, wenn man was aktiviert hat, was gefunden hat, das bleibt dann an. Das muss ich sagen, finde ich fair. Warte mal, jetzt müssen wir mal wechseln. Das können wir jetzt nämlich selber machen. Warum wir den starken Angriff brauchen, ist, wenn man Schleier hat, aber... Okay. Oh, Moment. Warte mal, kann ich das jetzt werfen eigentlich? Warte mal, Fury. Wechsel mal um auf Blitz. Kann ich die jetzt... Die haben doch geschrieben in der Beschreibung, ich kann den Speer werfen. Warte mal. Fury kann den Speer außerdem aufladen und werfen, um entfernte Ziele zu treffen. Also aufladen klappt, ja. Aber werfen? Vielleicht kommen die Hähne und dann töten dich, ja. Glückwunsch, 251. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich wollte heute noch mal eine kurze Bedankung raushauen, aber wie gesagt, das ist dann zu spät geworden. ich werde das morgen dann durchführen, bin ich noch auch etwas frischer im Ideenkonstrukt. Und da passt es dann noch besser. Weil ich hatte heute schon gesagt, also von gestern für heute, dass es relativ spät wird. Ja, da ist schon so ein... Oder so vielleicht, das wird... Fury? Mach das nicht. Also meine Idee ist so, dass ich hier mit dem Cursor rangehe, dann leuchtet er auf und dann kann ich aufladen, eben wie jetzt, und schieße das Ding ab. Aber na, ich muss mal abwarten, wann es soweit ist. Kommt her! Erstmal voll daneben gehauen. Aber mit der Peitsche sind sie alle. So, hier geht's jetzt lang. Ach du Scheiße! Oh Gott, was ist das für Vieh? Machen wir mal Spezialangriff. Ach du Scheiße, das ist ein Käfer. Boah, das ist so cool. Also wie gesagt, Blitz ist jetzt mein absoluter Favorit. Enges Artefakt. Ah. Oh, diesmal liegt da jemand. Warte mal, ist das die Leibgarde gewesen? Aus Teil 2? Könnte sein. Diese Käfer machen ja voll das ASMR. Was, echt jetzt? Kommt das so für dich rüber? Okay. Länger aufladen. Ja, da kommt ja immer dieses... Moment, was war das jetzt? Moment mal, was war denn das jetzt hier? Ja, jetzt kommen irgendwelche
Das waren doch gerade Blitze. Fury, wie hast du das gemacht? Nee, Moment, das war anders. Irgendwie. Ich habe gerade am Anfang drei Blitze runtergeschossen. Moment, ich muss mal kurz gucken hier. Hier. Donnersatz. Ey, was? Wie? Wie soll ich denn das drücken? Ach, scheiße. Moment mal. Oh, ach, das war dieser Überschlag. Ah, okay, nice. Aber das zeigt mir immer noch nicht, wie ich das werfen kann. Spezialüberladung. Nach beliebigen Übergangsangriff. Ach, Moment mal. Oh, da sprintet sie so vor, okay. Irgendwas ist das mit diesem Impuls hier. Ja, ich krieg's schon raus. Aber es steht nicht da. Hm. Na gut, hier ist nichts weiter. Ich komme hier durch. Was ist da hinten eigentlich? Ah, da geht's weiter runter. So, hier ist kein Gang, hier ist kein Gang. Hm. Sehr mysteriös manchmal. So, Moment, hier können wir noch hochspringen. Zack. Genau, da haben wir es bekommen. Mittelgroßer Lurcherhaufen, okay. Ja. Also es geht in viele Richtungen, aber nicht dorthin, wo ich eigentlich hin will. Ja, der Kopf zeigt ja auch dahin. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie rumkommen durchs Höhlensystem. Ja. Das ist ja ein störendes ASMR. Du störst ja auf damit. Die Geräusche sind so gut. Also bis darüber. Du sollst nicht so viel essen. Okay, erstmal hier durch. So, wie sind wir dann? Sind wir dann da oben lang? Da oben. Okay, der hat nichts mehr drin. Dann können wir hier hoch. So, hier lang. Hier ist aber nichts drin. Nein, können wir hier lang gehen. So, hier schwingen. Genau, da oben, da bin ich vor uns rein. Gut, das hat gepasst. Genau, hier ist unser Pferd. Das heißt, wir müssen ja später sowieso mal wieder hierher. Ja, da kommt immer die Musik dann, ja. Also, wenn ich gerade ganz entspannt ein ASMR höre und auf einmal Boom-Werbung und ich habe meinen Ton immer auf Full. Ach du Scheiße. Ja, ich finde, bei solchen Entspannungssachen, egal was das ist, dürfte niemals irgendwie Werbung kommen. Weil du kriegst einen Herzinfarkt. Und die Werbung ist ja extra laut geschaltet, dass du die ja nicht überhörst.
Also ich würde... es müsste so eine Option geben, ja, Kategorie Entspannung oder so ähnlich, dass niemals Werbung kommt. Weder von dir selber noch von außen. Das darf nicht sein. Bin ich jetzt hier... Der Boss ist da hinten und ich bin jetzt hier, okay. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachlesen, wie ich da hier weitergehen muss. Das ist, wie gesagt, schon verwirrend. Man kann zwar immer wieder ein bisschen sammeln, aber... Ach du Scheiße! Warte mal ab jetzt hier! Ja, das finde ich, ja. Ja, man sieht es ja selbst. Aber dann verdient YouTube ja nichts. Ja. Naja, dann musst du ab und zu mal damit rechnen, dass es mal kurz laut wird. Das Beste wäre dann immer am Anfang, weil am Ende bist du ja eingeschlafen, ja. Wenn dann nochmal richtig kommt. Speisejoghurt. Da bist du wieder wach. Also am Anfang wäre schon okay. Ja, morgen gilt's ja. Ne, Moment. Wir sind ja schon Mittwoch, ne? Seit 7 Minuten gilt der Artikel 13. Was für ein Traum. Achso, jetzt haben die mich ja hier wieder abgeschmissen. Also ich habe jetzt wirklich kein... Oh, Moment mal, kann ich hier rein? Kann ich was erzauen? Also ich muss mir das nochmal ein bisschen anlesen, ganz grob-los, ohne Spoiler natürlich. In welche Richtung ich da genau einschlagen muss, weil irgendwas muss noch ganz klar sein. Das finde ich schon ein bisschen seltsam gelöst. Wie gesagt, wir haben ja auch keine Karte im Spiel. Bei Darksiders 2 gab es ja die Karte mit Tod. Aber hier ist es kein Spiel, die Karte. Ew. Wow. Damit, dass meine Augen getötet werden. Ja, der hat mich aus der Gaming Lounge, hat mich in Gaming Lounge nochmal aufmerksam gemacht, dass das jetzt trotz der fast 5 Millionen Zuschriften leider gar nichts gebracht hat. Ja, das sind alles ja kreative Leute, Gamer, Streamer, YouTuber und wie du es auch nennen magst. Und das hat absolut gar nichts gebracht. Das ist... dürfte einfach nicht sein. Ich hatte auch mal gesagt, in dem zweiten Diskussionsstream, geht doch mal zu den Leuten hin, die das wirklich hauptberuflich machen. Und dann guckt euch das mal an, was da passieren könnte, wenn gewisse Sachen fehlen. Ja, haben die natürlich nicht gemacht. Das interessiert die ja nicht. Okay, auf jeden Fall gibt es... Man kann nicht direkt zu dem Boss gehen. Das ist ja ein großer, großer Außenweg. Ich
füge Artikel 95 hinzu, Katzen können Präsident werden. Geh zu den Leuten hin, spuck ihn ins Essen, ja. Ja, es ist eben... Weiß nicht, die haben sich einfach keinen Krieg mit mir gemacht. Gerade eben da, ja, wenn die alles aktiviert haben und haben dann ihre Werbeartikel und so weiter und so fort, dann muss halt wechsel mal, wirklich jeden Tag was mit reinkommen, ja, wo man sich dann denkt, oh, was, wieso brauchen die das? Aber sonst passiert halt nichts. Also das ist schon ein bisschen jetzt muss ich nochmal hier lang gehen. Muss es doch noch irgendeinen Abzweig geben. Genau, wir machen erst einmal den Sprung. So. Okay. Oh. So, hier waren wir beim Pferd. Wir sind hier oben, da hinten. Da oben ist nichts. Hier können wir lang. Nur hier oben. Gibt doch sonst keinen anderen Weg. Der. Im Dunkeln ist aber nichts, nein. Hier können wir auch nicht hoch. Das ist nur Wasser, das ist kein Durchgang. Mhm. Ich habe gehört, dass es zu The Division 2 vielleicht eine Open Beta geben soll. Sollte das stimmen, dann werde ich das gerne mal testen, weil ich kenne ja The Division 1 und dann würde ich das auf jeden Fall mal als Open Beta Livestream machen. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir nicht. Wie muss man hier gehen? So, hier bin ich ja gestorben. Ach, diesmal hat er mich doch nicht erwischt. Ah. So, mal kurz gucken hier. Nee, hier ist alles Zugang. Hier. Ah, hier ist der. Aua! Ist der Engel. Ich gehe mal hier runter. So. Hier geht's wieder in die Höhle. Television. Ja. 1655, ja. So, Moment mal kurz. So, Flammenmodus haben wir an. Oh, jetzt habe ich es aber schön verpasst hier. Ja, da kannst du meckern, wie du willst. Das macht sie nicht mehr, ne? Spring doch hoch, Mädchen. Ja, das macht nicht. Das soll nicht sein. Furchtbar. Diese Unterbrecherdynamik ist ganz schlecht gemacht. Aber das war in den anderen Teilen genauso. Ah, hier. Wow, Moment. Jetzt muss ich kurz... Genau, das war doch... Wenn ich nämlich hier runterspringe, dann bin ich wieder in dem Durchgang. Die Ketten. So,
So, da hinten ist der Große, da sind die zwei Kleinen, da ist noch so eine Seele. Aber es ist doch nicht ohne Grund, dass ich hier lang komme. Dann bin ich wieder hier. Das muss ja auch zu bedeuten haben, dass ich so einen großen Umkreis gehe. Ulgrim. Sei gegrüßt. Ja, ja, ja. Ne, Moment mal, das will ich nicht. Wie du willst, lass dir Zeit. Boah, was, wie groß ist jetzt? Ah, Ulgrim, du Wucher. Das kann nicht wahr sein. Eine kluge Entscheidung. Der zieht so die Preise an, das ist nicht mehr normal. Eine kluge Entscheidung, wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Ja, ja, genau. Das kann aber nicht wahr sein. Okay. Warum bringst du mich wieder hierher? Es muss doch einen Grund haben. Was ist hier anders? Das ist einfach da unten Kaffee. Ah, jetzt war sie fast so schnell wie tot selber. Schön. Ja, manche Stellen müssen dann eh zurück, wegen den Fähigkeiten. Oh, das war ein Knappitz. Oh, sehe ich noch nicht gemacht, ne? Ach, da hinten leuchtet noch was, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nein, das will ich mir erst holen. So. Speichern, ja. Speichern ist immer gut. Guckt euch die an, wie sie hier abchillen. Überraschung. Boah, der Speer ist so gut. Oh! Und das funktioniert natürlich anders aus, wenn man Gegner hat, ja. Üben ist eine Sache, aber mit Gegnern ist nochmal anders. Genau wie bei Soul Reaper. Boah! Oh. Okay. Jo, hier geht's durch, alles klar. Dämonen-Artefakt. Das ist cool.
bist denn du jetzt her? Ja, guck nochmal nach, haben wir es vergessen? Ne, hier nicht. Die Erde hört nie auf, mit ihrer Vielzahl an Abscheulichkeiten zu beeindrucken. Ich dachte, sie wären alle vernichtet worden. Du kennst diese Dinger? Als sie noch frei herumzogen, nannten wir sie die Auserwählten. Jo, sag bloß, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg durch Zufall. Ach du Scheiße! No! Was zum Teufel? Oh Gott, ich bin nicht tot. Nein. Was ist das für ein Ding? Lass mich in Ruhe. Ach, Scheiße. Wo ist der Stock? Gehst mir ein bisschen aufs Schwein. Yuri, was machst du? Schön in die falsche Richtung. Das sind die Auserwählten. Nein! Oh, der hat mir die Kraft geklaut. Und ich jetzt sein Herz, oder? Essenz eines Auserwählten. Einer der Sammler Essenz eines Auserwählten. Cool. Das Sekret kann durch seine starke Magie unglaubliche Kräfte einer Waffenverbesserung freisetzen. Ultan wird sich das ansehen wollen. Jawoll. Nice. So, aber ich gehe dann jetzt mal schlafen. Gute Nacht dir und dir noch viel Spaß. Ja, ein bisschen mache ich noch mehr. Vielen, vielen Dank. Achso, und sorry, dass ich jetzt schon weg muss. Bin so tot von heute. Ja, mir geht's da nicht viel anders als dir. Ein bisschen mache ich noch, vielleicht bis drei Viertel. Dann ist auch gut. Bin froh, dass wir jetzt ein bisschen weitergekommen sind und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke dir vielmals und ja, danke fürs dabei sein, fürs Bewirten und bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Nacht. Ciao! Okay, das sind also die Auserwählten. Das ist ja... Was haben wir hier? Engelsartefakt. Ja. Das heißt, der hat also die Fähigkeit, mir den Zustand zu klauen. Das ist aber schon krass. Essenz eines Auserwählten. Essenz, die aus der zerfallenen Hülle eines Schattengeborenen extrahiert wurde. Aha. Das Sekret kann durch seine starke Magie unglaubliche Kräfte freisetzen. Ultan wird es sehen wollen. Die Schattengeborenen entsprangen aus den Tiefen von Abaddons Hass. Ah, Abaddon, ja. Vom ersten Teil. Seine alles verzehrende Wut in fleischlicher Gestalt. Diese Bestien haben nur ein Ziel, alles zu vernichten, die ihr Schöpfer verabscheute. Jamaria. Ob wir den mal kennenlernen? Fragment. Stück. Plus 9. Plus 6. Okay. So, ein paar kleine Seelen. Das nicht.
das noch was? Großer Lurcherklumpen. Nice. Moment mal, ist hier hinten noch irgendwas? Na. No. Nice. Wo ist der Bogenschütze? Hier. Okay, das hat gesessen. Damn. Da sind wir schon durchgegangen. Ja, genau, das ist derselbe Bereich. Dann sind wir aber wieder hier. Irgendwas fehlt noch. Das ist auch nicht genau. So, Moment mal, an der Ecke. Was war denn da? Das war der Durchgang darüber. Okay, Na gut. Gehen wir nochmal zu Ulta. Sehen, was er jetzt machen kann. Mit den neuen Gegenständen. Womit kann dir dieser Bescheid? Bitte, lass dir Zeit. Was sind das für Unterschiede? 1256? Okay. So, schauen wir mal, was er sagt. Willkommen, Fury. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Okay, wir können nur das machen. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Eins meiner besten Stücke. Okay. Thank you.
für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Okay. Interessant. Also, das ist halt das. Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Oh, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Interessant. Ja. Alles Gute, Fury. Ja, bis später mal. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Bitte, lass dir Zeit. Schade, schade.
need now. This is actually for... Hold on, let me just... Isn't really as responsive as it could be. Oh my god. I feel like it's not super consistent, but at the same time, it I don't know how they can really improve it, because I feel like it's pretty good still. Back in business. Let's go around here. Looking at the skull icon, it's... Oh, it might be something down there. That can't be right. I'm trying to follow the skull, really. It's kind of hard to do that, so right there, it's... I'm gonna hop down. I love this spear, man. This is so much fun. Flame hollow. What? Let's use this. Let's see what's across there. It looks like there's almost somebody sitting down in a chair, you know? It's that thing we saw early on in the game. But I can't really be too sure. So go down here. Trying to follow the skull icon. Okay, now it's saying to go back this way.
Na gut, gehen wir, Freunde und Ladies. Hier haben wir erstmal ein bisschen durchgeschaut, sind jetzt noch zum Glück noch weitergekommen. Aber wie wir den Übergang schaffen zu dem nächsten Kampf, das müssen wir noch mal sehen, wie wir das machen können. Denn irgendwie müssen wir ja hier weiterkommen. Und ja. Schauen wir das Ganze durch. Vielen Dank für alle, die reingeschaut haben und dabei waren. Nochmal ein großes Dankeschön an Drake Zockt. Ja, herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal geht's damit oder mit was anderem weiter. Vielen Dank, macht's gut. Oh.